Moin Moin Freunde, was geht? Ja, ich war mal wieder auf einer Flohmarkt-Haul-Tour gewesen und ich muss sagen, es war leider so ein bisschen regnerisch, aber dennoch muss ich echt sagen, ich habe da eigentlich ordentliches Zeug gefunden und sehr, sehr günstig. Ja, und was ich natürlich da jetzt gefunden habe auf diesem Flohmarkt, das war auf den Sonntag im Juli. Da habe ich gedacht, das werde ich euch mal wieder zeigen. Und dann beginne ich mit dem ersten Teil, was ich gefunden habe. Wer erkennt es und wer nicht? Es ist natürlich ein blaues Schwert. Aber für Kenner, die wissen natürlich, es ist ein Herr der Ringe oder eigentlich das Hobbit-Schwert. Also aus der Hobbit meine ich jetzt, ne? Es ist ja der Stich. Und der Stich leuchtet ja mal, wenn die Orks in der Nähe sind, leuchtet der ja mal blau. Das ist sogar ein Original-Lizenzprodukt, Middle Earth von New Line Cinemas. Kann man jetzt hier wahrscheinlich nicht so richtig sehen. Aber es hat auch natürlich auch Gebrauchsspuren. Aber ganz ehrlich, für einen Euro konnte ich da nicht Nein sagen. Und das kommt dann wahrscheinlich hier irgendwo an der Wand hier irgendwie dran, oder keine Ahnung. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ob das geht, aber der Kippschalter, der klemmt hier ein bisschen. Aber ich denke mal, für zum Hinstellen für einen Euro kann man da nichts falsch machen. Ja, und das zweite Teil, was ich gefunden habe, das war sogar bei der gleichen Frau auf dem Flohmarkt. Wie gesagt, es war richtig regnerisch. Ich habe gedacht, ich werde wahrscheinlich nichts finden, da werden nicht viele Stände sein. Waren auch nicht viele Stände da, aber dennoch, ich weiß nicht, das war irgendwie ein Glückstag. Muss man auch mal haben. Habe ich einfach einen Buckel gefunden, hier so ein WWE Wrestling Gürtel von Mattel. Und die sind ohne Scheiß richtig gefragt. Ich wusste das nicht so ganz genau. Ich weiß, dass es dafür Sammler gibt und die sind auch, sag mal... Ja, ich wusste, dass die jetzt hier gefragt sind, aber das ist so ein Spielzeuggürtel von 2014 von der WWE Wrestling Intercontinental Heavyweight Wrestling Champion. Also wie damals, wenn man das geguckt hatte. Auf jeden Fall, das ist hier Plastik hier vorne und das ist hier so Kunstleder. Aber ich habe es dann nachher noch vertauscht und für, ja, schon viel, viel Geld. Also man kann sagen, die sind so ungefähr 30 bis 50 Euro wert. Zieht euch das mal rein. Und ich habe da, wie gesagt, 50 Cent für bezahlt. Ich war natürlich mega happy und habe das dann vertauscht gegen andere Sachen. Ich musste natürlich sagen, das ist natürlich so ein Replikagürtel, kann man natürlich nicht vergleichen, das sind ja richtig Steine drauf. Die sind, kosten fast 350 Euro. Krass, echt. Naja, ich würde ja auch gerne hier mal ein Schwert haben, wie so ein richtiges von Stich oder so weiter. Oder halt natürlich das Iron Claw von John Schnee, aber 350 Acken finde ich mal ein bisschen zu viel. Ja, und dann bin ich weitergelaufen und ihr wisst ja, ich gucke ja mal wie Videospiele, alte, ja sowas in der Art jetzt ja, oder alte Spielfiguren. Und dann dachte ich so, Brettspielen gucke ich dann ja auch mal ab und zu mal. Und dann habe ich gedacht, okay, Sagaland, kannst du mitnehmen. Wer kennt noch Sagaland? Dieses Märchen-Brettspiel von damals. Das ist natürlich jetzt von 1982 oder 81, glaube ich, hatte ich drauf geguckt. Und es geht ja halt um Märchen und dies und das. Und für einen Euro habe ich gedacht, das nimmst du mal mit. Das ist genau das gleiche wie dieses hier. Wer ist es? Wer kennt noch, wer ist es? Das ist genau auch richtig alt, auch für einen Euro. Da fehlen leider zwei so eine Kartons hier, aber bei anderen ist auf jeden Fall alles komplett drin. Und ganz ehrlich, für einen Euro, also insgesamt 2 Euro, da kannst du nichts sagen. Das ist auf jeden Fall ein Schnäppchen. Ja, und dann bin ich weitergelaufen. Wie gesagt, es waren nicht viele Stände den Tag gewesen. Und dann gehe ich weiter und gucke da so ein Körbchen rein. Hier so ein Körbchen. Und ich dachte, ich sehe nicht richtig. Es war ohne Scheiß. Wahrscheinlich würde jetzt jeder sagen, hä, was das, was will er damit? Aber da waren ganz viele Mask-Sachen drin. Helme, auch richtig noch komplett. Einmal hier eine Mask-Figur. Ja, die sind, das sind, glaube ich, 11 Stück oder so. Die sind fast alle heile und das heißt schon was, weil das Kunststoff ist richtig anfällig. Aber da waren auch noch andere Zubehörteile drin gewesen von den Transformers und hier noch so eine anderen Spielfiguren. Ich weiß auch gar nicht, wie die heißen hier. Vielleicht kann mir das irgendwie jemand sagen, von 1993, auch von LGTE. Und hier noch so ein Roboter, ich habe keinen Plan. Die anderen sind von Takara, das ist alles Transformers. Auch hier ein paar Waffen, wahrscheinlich auch noch von Mask. Für 3 Euro habe ich das alles gekauft. Ich muss echt sagen, das ist doch schon ein Schnäppchen gewesen, oder? Was meint ihr? Ihr vielleicht Mask-Sammler oder keine Ahnung. So, im Ganzen habe ich jetzt für alles 6,50 Euro ausgegeben. Da muss ich euch sagen, ganz ehrlich, für ein Brettspiel, zwei Brettspiele, ein Spielzeugschwert, ein Spielzeuggürtel von WWE und halt diverse Zubehörteile aus den 80ern, das finde ich eigentlich schon ein Schnäppchen. Muss ich ganz ehrlich sagen, sowas findet man leider nicht immer auf dem Flohmarkt. Und
Ja, man muss immer mal gucken und sagen, ich war auch gar nicht früh da. Ich glaube, ich war um 9 Uhr da, weil es auch, wie gesagt, am Regnen war. Also Nieselregen, sage ich mal. Mich als Norddeutscher macht mir das nichts aus. Da gehe ich dann nochmal hin. Und ja, mal gucken, was ihr dazu meint, zu den ganzen Sachen. Wahrscheinlich wird er sagen, oh scheiße, hätte ich auch mal was gerne gefunden. Oder sagst du bestimmt auch, was hat er denn für ein Quatsch. Naja, ich würde es mal gerne wissen von euch, wenn euch das Video gefallen hat, natürlich ein Like geben, klar kommentieren, was ich jetzt natürlich gefordert hatte, halt mit diesem, ob das gut ist oder nicht gut, die Sachen, die ich gekauft habe, für das wenig Geld, was ich eigentlich auch, sag mal, ich sag ja so mindestens alles so ungefähr, könnte so, ja, 60 Euro wert sein ungefähr, das ist natürlich das Zehnfache und das ist wirklich ein Schnäppchen, muss man ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, Leute, ich sag mal nur, ein Abo wäre natürlich auch cool. Und Leute, dann bis dann und ciao und bam!